müssen so blöden Hunde hier mal eins drauf kriegen. Also man erkennt so einzelne Elemente natürlich sofort wieder, die da einfach neu verwurstet wurden. Also diese Becken hier zum Beispiel, da hat man wahrscheinlich noch lange nicht das letzte gesehen haben von. Aber andererseits, wie soll es auch sonst gehen, wenn man nicht einen Bausatz aus wiederverwendbaren Teilen nimmt? Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt, doch ich kämpfte weiter. Er hat also weitergekämpft, der große Held, lacht dann an. Wir haben hier nochmal eine Kapuze gefunden, die aber auch nichts taugt. Den Rest behalten wir, das ist blau, dann zum Entzaubern. Oder wie hieß die Fähigkeit? Hieß es Entzaubern? Ich weiß es gar nicht mehr. Halt zum Zerlegen für Arbeitsmaterialien. So, hier hinten gibt es nichts mehr. Haben wir also diesen Teil der Map vollends gesäubert. Dann gehen wir jetzt einfach mal gerade raus nach unten, würde ich vorschlagen. Zaubern wir mal schnell Hundis her. Und dann gucken wir mal, einen Rüstungsstamm haben wir übersehen. Und die haben uns verfolgt vorhin. Ein Stück weit zumindest. Können die was? Ne, die können gar nichts. Und da ist noch ein Skelett. Ja, komm, jetzt, dann machen wir halt alles von uns kaputt. Wenn wir schon anfangen damit. Ich muss noch mal eben schnell einen Schluck trinken, so mit einer Hand. Ach, hier ist schon vorbei, wa? Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen und ich drohe, ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Warum? Erklär mir das mal. Na, ja, hier ist noch so ein Brief, okay. Na gut, sind wir auf diesen Lachdannern überhaupt schon mal gestoßen? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn er sagt, er war verflucht, was ist dann alles? So viel Blut. Was es dann überhaupt zu bedeuten hat, dass er verflucht ist? Ob er dann auch irgend so ein Dämon geworden ist? Man weiß es wahrscheinlich nicht. So, jetzt haben wir hier also die nächste Ebene gefunden. Grobe Lederhandschuhe, da oben robuste Stiefel. Ich glaube, tolle Stiefel haben wir ja schon. Wir nehmen sie mal. Ah, die sind sogar, siehst du, wieder, machen wir da 2 Punkte mehr. Also ab und an rentiert sich's noch, in das weiße Zeug mal reinzugucken. So, neue Runde. Und ab auf Ebene 3. Nu, ach, da jetzt hier. Hier. Schauen wir mal, wie es weitergeht, wie tief das hier noch runtergeht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich mehr genau. Ich habe zwar die Videos bis hierhin schon gesehen, aber immer möglichst haltet wenig eigentlich. Aufrecht. Ave Magie. Eure Magie wird schwächer. Das ist da oben. Ich bin frei. Okay. Nun. Zurück zu meiner Mission. Kennen wir die Stimme nicht auch? Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden. Und ich werde euch reich belohnen. Yay! Yeah, reich belohnen wird euch an diesen höllischen Ort. Ich komme, um mich dem Skelettkönig zu stellen. Ich ebenso. Okay, der Typ heißt also bis jetzt Krieger. Wir können ihn noch ansprechen. Probieren wir doch gleich mal aus. Nee, können wir gar nichts. Hier ist dann grau. Also können wir nur abbrechen.
dann hier eine normale Truhe. Also irgendwo müssen wir jetzt seine Besitztümer finden. Die Armschienen, könnten die was sein? Gut, die sind schon genauso gut wie die wir haben. Nach Hosen braucht man gar nicht erst gucken, weil da haben wir uns einen hier selber gemacht. Das ist der Kopf. Und da oben sind ganz viele Viecher. Aber wir müssen uns jetzt hier erstmal die Seite irgendwie frei machen. Dino von Yonda ist das da oben übrigens. War so ein Grabwächter. Und jetzt, genau, jetzt müssen wir hier erstmal gegen die alle hier ankommen. Wobei, das sind gar nicht so viele, oder? Nee, das war's schon. Ja, okay, gut, kann man alles liegen lassen, vermute ich mal ganz schwer. Und erstmal diesen Teil, das, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Naja, Gewölbes. Nennen wir es einfach mal so. Erstmal diesen Teil des Gewölbes hier fertig machen. Was jetzt schon der Fall ist, ganz genau. Und dann können wir jetzt direkt mal da oben weiter gucken, was sich denn dort noch befindet. Und erstmal wieder zurücklegen, genau, ganz schön. Also das verdirbt es einem echt. Also die Lecks sind, wenn ihr seht, ja, das... Mhm. Hier entlang, da sind meine Waffen. Ah, lauf doch nicht weg, du Arsch. Ich frei, er darf sich nicht bewaffnen. Doch, darf er. Wird er auch, sobald ich hier alles in der Kontrolle habe. Und deswegen muss ich erstmal vor den Vollen hier wegrennen, die da auf mich schießt. Ja. Ach, der teleportiert sich ja auch noch, ne? Okay, sieht doch sehr ordentlich aus soweit. Alles einsammeln. Das müssen nicht alles, aber die Stiefel holen wir uns noch. Was machen denn die? Viel weniger Rüstung, aber einen Schaden für Angreifer, die zerlegen wir. Und jetzt haben wir hier einen toten Abenteurer. Und ein paar Fässer. Und sonst nichts Interessantes, also gehen wir weiter. Nee, natürlich nicht. Ganz blind bin ich doch nicht. Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ihr habt recht. Wer war denn jetzt schon wieder Yonda? Bin schon wieder ganz raus. Gut, Cormac heißt der gute Mann. Also, es wird uns da oben mit Tempel angezeigt, warum auch immer. Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ihr habt recht. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall unseren ersten Begleiter bekommen, der auch bei uns bleiben wird. Zumindest so wir das wollen. Es wird noch ein paar andere Begleiter geben. Wurde ja schon vorher angekündigt. Ich glaube, 3 Stück gibt es insgesamt, aber wie viele man davon gleichzeitig dabei haben kann, wahrscheinlich, ich vermute mal ganz schwer, dass es nur einer ist. Und wir uns dann immer entscheiden müssen zwischen einem dieser 3. Und da haben wir einen neuen Wegpunkt bekommen. Das können wir den mal nutzen sollen. Eigentlich haben wir gerade nicht so ein wirklich volles Inventar, also müssen wir auch nicht unbedingt zurück. Genau, wo war ich? Ja, also nur ein Begleiter gleichzeitig, vermute ich mal ganz schwer. Und dann kann man sich dann halt aussuchen, welche man da mitnimmt. Bin mal gespannt, ob wir die auch ein bisschen skillen können oder so. Aber das werden wir jetzt dann alles rausfinden in den nächsten Leveln. Weil ich kann ihm ja auch offensichtlich keine Ausrüstung geben, oder? Nee. Wenn ich O drücke, komme ich ins Kontaktmenü. Das war immer hier der Kürzel für den Bildschirm des Söldners. Und wir haben einen besseren Gürtel gefunden. Aber anscheinend hat er gar keinen eigenen Charakterbogen. Also mal sehen, ob der vielleicht noch irgendwelche Fähigkeiten entwickelt oder sonst irgendwas Tolles macht. Oder ob wir ihn dann mal anstatt einem Speer dann mal Schwert und Schild in die Hand drücken können und so weiter. Das wäre natürlich eine feine Sache.
Sehen wir dann, sehen wir dann. Was meinst du, hier wieder verprügeln lassen von den Grabwächtern? Beziehungsweise eher genau andersrum, wenn wir gut sind. Weil so gut muss man dafür auch nicht wirklich sein können. Ich suche nur irgendwas, wo ich kriegen kann. Hier unten haben wir, glaube ich, nichts mehr übersehen, ne? Mich irritiert das immer. Es ist natürlich voll cool, dass hier wir so einen 3D-Hintergrund haben und alles. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass ich da noch irgendwie hin muss und hinlaufen möchte. Aber man kommt ja nicht hin. Hier ist der Abgang. Da unten. Seht euch mal an. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Schwarze Magie? Ich hätte das jetzt irgendwie eine Dornenbarrikade genannt oder sowas. Aber wenn du dich damit gut fühlst, Cormac, dann mach das doch so. Hauptsache, der Weg ist frei. Ihr wart ein Templer, Yonda. Ah. Wie konntet ihr diesen Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Ich glaube, so ein Nekromantenzirkel muss es auch in jedem Blizzard-Spiel geben. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Ach, danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Einverstanden. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. So, der Tempel ist ein Nahkämpfer, der Schilde und Einhandwaffen führen kann. Möchtet ihr den Templer als aktiven Begleiter für eure Reisen mitnehmen? Falls nicht, wird sich der Begleiter ins Lager begeben und euch dort jederzeit zur Verfügung stehen. Ja, wir wollen ihn natürlich gleich behalten. Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Okay, jetzt ein neuer Begleiter, Templer. Jetzt hat er also sein eigenes Fenster bekommen. Drücken wir gleich mal F. Ihr Begleiter hat eine Fertigkeit erlernt. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Fertigkeiten des Begleiters, um sie zuzuweisen. Sie können die Fertigkeiten Ihrer Begleiter jederzeit ändern. Guck, siehst du mal, er hat ja jetzt also einen Schild, einen Beschützer und einen Wurfspieß. Wohin sollte ich mich verbessern? Es haben sich Mächte gegen uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steckt ein höheres Ziel. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Die Zeit wird alles zeigen. Okay, er bekommt also mit Stufe 5, 10, 15 und 20 neue Fertigkeiten. Und wir können ihm eine Schildwaffe, ein Amulett und zwei Ringe anstecken, wie es aussieht. Und wir geben ihm einfach mal Heilen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Weil zum Tanken brauchen wir ihn nicht unbedingt. Wir haben ja meistens dann doch die Zombiehunde oder sowas dabei. Also bekommt er mal die Heilenfähigkeit. Gut gewählt. Da kann er uns vielleicht mal ein bisschen unter die Arme greifen. So, wir haben ein besseres Messer gefunden. Und haben wir für ihn eigentlich noch irgendeine tolle Waffe? Vielleicht diesen Vampirsäbel des Gemetzels zum Beispiel. Wie wäre denn das? Er hat einen Einhand mit... Ja, der wäre sogar besser. Das Messer wäre sogar noch viel besser. Aber irgendwie scheue ich mich, unserem Templer ein Messer in die Hand zu drücken. Das könnte eigentlich wirklich was sein. Er macht 9,8 DPS. Plus 8 Leben pro getöteten Gegner, das heißt, er bleibt ziemlich fit. Und verursachte Schaden, ein Teil davon wird auch in Leben umgewandelt. Hoppla. Das war jetzt natürlich falsch, da einfach rechts drauf zu klicken. Gute Idee. Jetzt macht ihr hier gleich mal. Sieht hier nicht so peinlich aus, wenn er da irgend so einen Spieß mit sich rumträgt. Sondern so ein Schwert sieht doch hier gleich wieder viel ordentlicher aus. Und bei nächster Gelegenheit, wenn wir ein halbwegs ordentliches Schild finden, geben wir ihm das auch. Ich gebe ihm jetzt nicht meins, obwohl er das natürlich besser brauchen könnte. Aber da bin ich zu ego dafür.